Ja, hallo und schöne Adventszeit euch. Ja, wollte eben nur sagen, ja, es gibt immer Leute, die sagen, man soll schlucken oder wegschauen oder sonst was. Kann ich nicht. Ich bin jemand, der weder wegsieht noch muss ich schweigen. So war ich schon immer, schon seit ich mich erinnern kann, mit 6 Jahren oder so. Und so bin ich auch heute und so werde ich auch bleiben. Das ist nur meine Person, das ist meine Art, das ist mein Charakter. Und er ist nicht falsch. So. Auch wenn immer Leute eben falsch gegen meine Person agieren. Ja? Eben meinen, sie müssten mich schlecht machen oder meine Behinderung schlecht machen oder dass ich arbeite schlecht machen oder wenn ich ein bisschen Musik jamme, schlecht machen oder sowas. Es ist einfach mein Leben, es macht mir Spaß. Und es gibt auch Leuten, denen gefällt's. Und denen es gefällt, mit denen unterhalte ich mich auch gerne oder verbringe auch meine Freizeit mit ihnen gerne. Aber ich will nur einfach sagen, Leute, macht doch einfach euer Ding. Ja, was kümmert euch das, wenn ihr kein Interesse habt an mir oder mein Leben oder meine Behinderung sei so schlimm oder die Arbeit wäre ja nichts wert oder wenn ich meine Musik spiele, sie stört euch, dann müsst ihr hier nichts verfolgen. Ja? So, das wollte ich einfach mal klar sagen. Gibt halt aber, wie gesagt, immer welche, die angreifen. Und genau das ist ein Fehlverhalten, das wir in der Gesellschaft haben. Ein ganz klarer Rechtsruck. Ganz stark auch eben Musik gegeben gegen Schwerbehinderte. Ja, und das hat nichts damit zu tun. Nix, Leute. Nix, 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 nix. Mit denen andere Meinung haben. Ich akzeptiere andere Meinung. Aber eine Meinung ist nicht automatisch wie bei euch gerichtet gegen meine Person oder gegen meine Behinderung oder gegen anderes, gegen Fremdes. Allgemein. So, und das ist dann keine Meinung mehr. Sondern das ist eine Diskriminierung. Wir bringen es mal auf den Punkt. Was ihr tut, ist diskriminierend. Es sind Hassreden, es ist verhetzend, es ist, ja, einfach Bullshit. Ja. So, und da habe ich ein klares Nein zu. Das hatte ich schon immer, werde ich auch immer haben. Und das ist mein gutes Recht, auch wenn es euch stört. Und wie gesagt, Nine stört. Bye bye. Ja, sucht euch eure Wege. Ja, ihr müsst nicht hierzu kommentieren. Ihr müsst auch nicht eure, ja, eure Parolen und sonst was bringen. Weil, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach nur Verblödung. Ja? So, und ich wollte einfach nur allen eine schöne Weihnachtszeit wünschen, schöne Adventstage, die eben Verstand und Bildung haben, die eben sagen, man lässt wirklich anderen ihren Weg gehen und geht seinen eigenen Weg. Die toleriere ich auch und respektiere ich auch. Und mir ist es scheißegal, das muss ich auch nochmal sagen. Das muss ich einfach mal sagen, ich muss es loswerden. Mir ist es scheißegal, welche Sexualität jemand vertritt. Ne? Ob er schwul, hetero oder sonst was, das ist mir völlig egal. Ne? Ob Mann, Frau, es, ja? Ob erwachsen oder jung, das ist mir scheißegal, wenn in dem Moment, wo ich mit Menschen kommuniziere oder mit ihnen zu tun habe, ihn kennenlernen. Ja. Da ist es mir doch egal. Ja. Deshalb, mich nervt einfach auch, zum Beispiel, ihr kennt das auch, ihr seid irgendwo in so einem Chatraum oder in so einer 3D-Welt, wo auch immer, wo man eben miteinander auch chatten kann. Und dann kommt jemand rein und sagt, hallo, ich bin der Heiko, ich bin schwul. Da fasse ich mir immer im Kopf und sage, muss das sein. Ja. Es interessiert mich doch nicht und es interessiert auch andere nicht. Ja, das ist auch nicht normal, weil ich gehe auch nicht irgendwo rein, also jetzt real oder virtuell, und sage, hallo, ich bin Sven, ich bin hetero. Es ist eine Menge Schwachsinn, Leute, eine Menge Schwachsinn. Na, und ja, es würde mich auch nicht so weiter interessieren, wenn die Leute nicht meinen würden, immer
ich durfte nicht dazu stehen und nicht dazu sagen, was ich bin. Ich bin nun mal hetero, stehe dazu, ja. Und ich bin nun mal schwerbehindert, stehe ich auch zu. Und ich stehe schon immer zu meinem Wort und meiner Meinung, die ich auch klar vertreten kann, was andere eben nicht können. Ne? Gerade wenn sie diskriminieren, hetzen oder verurteilen, können sie nicht klar und sachlich zu etwas stehen, sondern müssen teilweise ihre Sachen noch löschen oder widersprechen sich sogar in ihren eigenen Posts. Ja? Was soll ich da noch sagen? Nein. Ich kann auch nicht einfach aufhören zu denken. Ich bin nur mal ein Typ, der denkt. Und was ich noch sagen wollte an die, die es interessiert, also ich hatte jetzt gerade eine Grippe hinter mir, 2 Wochen, bin aber wieder auf dem Damm, ich höre noch nicht so gut. Also mein Gehör ist noch ein bisschen gedämpft durch die Erkältung. Aber sonst habe ich die Grippewelle gut überstanden. Ja, bin auch eben froh, dass ich jetzt Arbeit habe. Das haben auch schon einige mitgekriegt. Und da habe ich morgen auch nochmal ein Gespräch zusammen mit der Leitung. Sieht aber gut aus und man sagt mir immer, dass man so zufrieden mit mir ist. Also denke ich mal, dass morgen das sozusagen, ja, ist so, ja, wie soll ich dieses Gespräch betiteln? Einfach ein Gespräch nochmal als Rückblende darauf, wie man sich miteinander versteht und wie man seine Arbeit geschafft hat und sowas alles. Also ob es dann auch wirklich einen liegt. Das wird nochmal ausdiskutiert, zusammen mit Betreuung und der Leitung der Werkstatt. Ja, ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten, wollte euch schöne Feiertage wünschen. Ich weiß, ich hole immer ein bisschen aus, ist aber mein gutes Recht. Es mag sein, dass es euch nervt, aber es ist nur die Wahrheit. Warum soll man die Wahrheit nicht ansprechen dürfen? Ihr sagt auch Kinder, warum sollten Kinder es nicht hören dürfen? Ich habe auch schon mit 6 Jahren gegen rechts gestanden, habe Ärzte vertreten, habe die Hosen vertreten und etc. Ja, ist man dafür irgendwann zu jung oder zu alt? Ich weiß es nicht, Leute. Das ist so eine Einstellung. Ja, ist doch eine gute Sache. Das ist eine Meinung, die man vertreten kann. Na, egal. Ich finde es halt auch schade, dass man nicht drüber sprechen kann oder nicht sprechen soll, was eigentlich ganz normal ist und Probleme ansprechen soll. Was mir jetzt so gerade auf den Sack geht, Entschuldigung, dass ich diese Wortwahl getroffen habe, aber es ist nun mal so, es nervt mich, dass wieder dieser blinde Krieg eskaliert und auch die blinde Gewalt auf den Straßen und etc. Ganz zu schweigen davon, was es an Unterdrückung gibt in ärmeren Ländern, wo teilweise das eigene Volk sich unterdrückt und etc. Ja. Und ihr könnt es auch immer wieder wegmachen, das hat alles was mit der Rechtsbewegung zu tun. Anderes diskriminieren, anderes unterdrücken, anderes ausbeuten, anderes vernichten, anderes bedrohen etc. Das sind alles rechte Fehlverhaltensweisen. Ja, und die könnt ihr nicht einfach wegmachen. Ihr tut es, als gäbe es das nicht. Ihr tut es, als gäbe es keine Nazis, als gäbe es kein rechtes Fehlverhalten. Als gäbe es das alles nicht, obwohl es die ganze Zeit passiert. Ja. Und Leute wie ich, wir reden schon seit Jahrzehnten darüber, warnen auch davor, vor dem Rechtsruck. Aber ihr lasst es wieder zu. Das ist etwas, was sich in der Geschichte wiederholt. Versteht ihr? Es ist ja nicht das erste Mal. Und es war auch nicht das erste Mal 1933. Und war es auch nicht das erste Mal im Weltkrieg. Es war auch nicht das erste Mal in Deutschland. Ja. Sondern Rechtsextremismus ist ein globales Problem. Und war schon immer ein globales Problem. So. Aber jetzt erstmal schöne Feiertage, schöne Adventstage. Nur macht euch auch Gedanken, ob es richtig ist, einfach alles wegzuschalten und zu sagen, ich bin jetzt nur hier und feiere mein Leben und gehe in Blüte auf. Und um mich herum gibt es nichts. Ich sage für mich, ich bin ein Teil des Ganzen. Ja, und wenn irgendwo Scheiße passiert, dann bin ich zwar nicht dafür verantwortlich, bin auch nicht dafür verantwortlich, was im Zweiten Weltkrieg geschah, aber ich bin doch Teil des Ganzen. Ja. Ich kann mich doch nicht einfach ausblenden. So. Bis denn. Schöne Adventstage, schöne Feiertage und kommt gut ins nächste Jahr.